In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Food Haul. Der letzte ist ja noch nicht so lange her, aber wegen den langen Feiertagen jetzt dachten wir, wir gehen noch mal einkaufen. Wir waren auch nur bei Kaufland. Ich zeige euch mal, was alles mitgekommen ist. Bitte. Was willst du? Warte. Achso, bitte. Willst du? Nein, nicht jetzt, bitte. So, ich zeige dir mal das erste, was wir gekauft haben. Und zwar für Lina dieses Knistergum. So ein Dreierpack. Ja, das kennt ihr bestimmt alle aus eurer Kindheit. Wir wollten eigentlich gucken, wie Lina reagiert, aber ja, das hat ihr sehr, sehr gut geschmeckt. Was war das? Schatz, ihr Mund ist voll mit Schokoladingens. Tiramisu. Was denn? Ach so, wie hat sie das abgelegt? Dann haben wir einmal hier Taschentücher. Wir haben gar keine mehr da gehabt. Dann einmal, ich weiß, dieses Mal ist es wieder ein bisschen, oh scheiße. Dieses Mal ist es ein bisschen ungesünder, weil auch wegen den langen Wochentagen war gerade heute frei. Und ich habe voll Lust auf einige Sachen. Ei? Ei haben wir nicht geholt. Achso, die will dieses Ding. Such mal dein Bidji-Bidji. Wo ist dein Bidji-Bidji? Was ist das? Dieses Ding, das was sie eben in der Mund hatte. Such mal dein Bidji-Bidji. Ist das süß? Was denn? Was? Das ist nicht süß, oder? Das Kaugummi. Ist Lina, auch komm, her. Ah, Baba Video, frisch. Füller. Dann haben wir Milchschnitte geholt, dann zweimal Tiramisu, die waren runtergesetzt, 20% weniger haben wir gekostet und ich hatte unnormal Lust da drauf. Und da war jetzt auch kein Alkohol drin. Ne, Schatz? Was? Hier war kein Alkohol drin. Nein. Nee. Das ist ohne Alkohol. Das ist. Dann haben wir einmal Eier gekauft. Übrigens war Kaufland auch voll. Aber ich glaube, Sonntag wird es voller, ne? Samstag, Schatz. Ja. Dann haben wir einmal Hähnchen-Mini-Steaks. Das haben wir eigentlich für Dingens geholt. Aber dann wollte. Ey, hörst du das? Aber dann wollte heute Nudeln mit Salat machen. Also einen Nudelsalat. Dann haben wir einmal Alufolie gekauft. Dann. Diese Soße für diese Nudeln. Dann habe ich diesen Teig geholt, der schon voll zermatscht ist. So, was noch? Dann hat auch der zwei Feuerzeuge bekommen, weil der kriegt momentan voll viele. Schatz, dann tu das direkt in die Schublade. Schublade. So, hier. Ah, wir haben eine Nagelschere vergessen, ja. Scheiße, gab's das bei Kaufland? Klar. Ja, was scheiße, wie gab's? Egal, hol ich am Samstag. Ich feier in die Stadt. Guck mal, die packen davon immer 20 Stück rein. Ein auf, ich verschenke das überall. Dann haben wir zweimal Mozzarella. Einmal Bananen. Eine Packung, also das sind 500 Gramm Tomaten. Noch ganz frisch. Dann hatte ich voll Lust auf diesen Vanille-Dingens. Wie heißt das nochmal? Komischerweise, du hast heute Lust auf alles gehabt. Und einmal dieses Shampoo für Lina. Das vom Türken schmeckt gar nicht. Schmeckt nicht. Riecht gar nicht gut. Lina, was machst du? Dann für Lina Joghurt. Eine Aubergine. Ich habe letztens eine gekauft, aber ich habe jetzt noch eine geholt, damit ich damit Kaviar machen kann. Dann nehme ich euch aber wie immer mit. Dann zweimal Schlagsahne braucht auch, denn jetzt Fleisch. Ich will es mal
für mich einmal so eine Pflegespüle von Elvital genommen. Das ist jetzt mit fettigem Ansatz und trockenen Spitzen. Ich weiß gar nicht, wie das riecht. Das riecht gut. Das riecht gut. Dann haben wir zweimal Geflügelfleischwurst. Was war das denn? Dieser Geruch von Fasoli. Dann haben wir Nudeln gekauft für den Nudelplatt. Das sind so kleinere Nudeln. Das ist auch Penne, Schatz, ne? Aber diese Minis. Und einmal Mais. Ich verräume das mal alles hier und danach zeige ich euch die zweite Tüte. So, dann die zweite Tüte. Die ist jetzt ein bisschen gesünder. Also ich finde den Einkauf ehrlich gesagt so mittelmäßig. Du, Schatz? Ich finde es jetzt nicht so ungesund, weil wir essen das ja nicht alles an einem Tag, ne? Verteilt. Deswegen. Aber unsere Zuschauer denken bestimmt, dass wir jeden Tag ungesunde Sachen essen. Ja, also ich hatte wirklich auch voll viele Sachen Lust und... Ach so, dieser Kuchen war übrigens für Lina, aber sie wollte unbedingt Tiramisu essen. Das ist jetzt auch in den Kühlschrank. So, dann haben wir einmal Champignons gekauft. Das brauche ich auch jetzt. Dann Paprika. Brauchst du das auch? Ja. Dann haben wir diese Mini-Tomaten geholt. Ich bin mir sicher, das hat teuer gekostet. Die am Stiel kosten echt teuer. Oder ich habe gar nicht geguckt, ich habe die einfach genommen. Wir haben insgesamt für den Einkauf 86 Euro bezahlt. Minus 15 Euro Pfand. Ups. Dann haben wir einmal Geflügelsalami mit Palmfett. Das habe ich für Pizza gekauft, ehrlich gesagt. Dann einmal für Lina Geflügelfleischwurst von Figgetchen. Ja, ich gebe dir gleich, ja. Dann haben wir wie immer Brokkoli. Kinderjoy. Für Lina haben wir zweimal so von TT Sepp so ein Badespaß mitgenommen. Bubasalz, Schlafmützchen, damit kann die heute baden, damit sie schneller schläft. Und einmal Vulkanen, die waren auch reduziert. Dann haben wir einmal Öl gekauft. Zweimal diesen Quark, da drauf hat auch der richtig schon. Der hat auch direkt zwei Stück gekauft. Ja. Zweimal. Und dann nochmal zweimal Schlagsahne. Dann haben wir nochmal Geflügelfleischwurst. Was machst du, Lina? Hier. Guck mal, die flüstert, damit ich das nicht höre. Die will bestimmt irgendwas. Was ich nicht erlaube. Nein, nein. Was will sie? Diesen Sand? Keine Ahnung, irgendwas. Ignoriere sie einfach. Dann einmal Erbsen. Tust du Erbsen rein? Ja. Okay. Dann haben wir eine Gurke mitgenommen. Also ich finde es eigentlich ganz okay, den Einkauf. Klar sind da einige süße Sachen dabei, aber wir essen eigentlich jeden Tag etwas. Dann einmal so Mülltüten, falls die leer gehen sollten, die Tage. Auch für gleich Eisbergsalat. Und einmal Blumenkohl. Oh, der hat das übrigens abgewogen. Hast du das ja abgemacht? Ich wollte gerade. Was denn? Was hast du denn gedrückt bei Blumenkohl? Nochmal. Du hast das ja gewogen. Ich habe Weißkohl gedrückt. Ich denke, was ist das? Blumenkohl, Weißkohl sind ja Nachbar. Jetzt kommt die dritte Tüte. Achso. Da haben wir einmal Pampers, deswegen war der Einkauf auch ein bisschen teurer. Nur die Pampers kostet jetzt 22 Euro. Ja, das war's eigentlich. Mehr haben wir nicht gekauft. Ja, ich hoffe, der Food Haul hat euch wie immer gefallen und würde sagen, langsam bis schön. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihr einen Daumen nach oben. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und wenn nicht, könnt ihr trotzdem einen Daumen nach oben geben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.